Zutaten für 4 Personen 300 Gramm TK dicke Bohnen Sa 1Z Pfeffer Toge, Isorie 4 Eier 50 Gramm Mandeln, Klammer auf mit Haut, Klammer zu, 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne Prozent Endivien Saatat, Klammer auf ca. 150 Gramm, Klammer zu, I unter die RHR, 5 Esslöffel Olivenöl 100 Gramm Feta Ur. UT 4 Stiele Minze 1 Billion Zitron E 4 Mandeln grob hacken und mit einer türkischen Ligafleur. Ege, Hork Sonnenblumenkernen in eine 4 E gefrorene Bohnen in Kochen unterstrich dem Salzwasser 6 G Minuten, garen. Oinoa abspülen, Abtrop unterstrich fin lassen und in gut 200 Milliliter Salz unterstrich Wasser ca. 15 Minuten garen. Eier ca. 6 Minuten wachsweich kochen, abschrecken. Bohnen abgießen, abschrecken und kurz abkühlen lassen. Bohnenkerne aus den Häutchen drücken. Pfanne ohne Fett rösten. Her unterstrich ausnehmen, abkühlen lassen. J-Endiviensalat putzen, waschen, trocken schütteln und in Mund unterstrich gerechte Stücke zupfen. Radies unterstrich Chen putzen, waschen, in dünn unterstrichene Scheiben schneiden. Minze waschen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. 4 Zerun heiß waschen, abtrocknen und die Schale dünn abrei unterstrich ben. Frucht halbieren und aus unterstrich pressen. Saft Schale Honig, Salz und Pfeffer verrühren. Öl darunter Schiak ehens Fetter zerbröckeln. Mit Bohnen Oinoa Mandeln Sonnenblue unterstrich Münkernen Salat Radieschen Minze Cranberries und dem Dressing mischen. In Schüsseln verteilen. Eier schälen, halbieren und darauf anrichten.